So, herzlich willkommen zu Ruins of Camelot, einem weiteren Level in Dragon Heart, Fire and Steel. Und wir betreten jetzt die Ruinen von Camelot, dort wo King Arthur, Artus, wie jetzt, begraben ist. Und ja, das ist nach der ganzen Sumpfszene und Bowen kämpft jetzt gegen Skelette. Ja, da sind sie. Wer hätte gedacht? Naja, immerhin gibt es keine Zombies, das kann ich schon mal verraten. Also es hält sich recht in Grenzen. Aber es kommt noch ein anderer Gegner, den man später auch noch sehen wird. Ich werde dazu was sagen, aber momentan geht es nur darum, Skelette zu verdreschen. Tja, jeden guten Fantasy-Film, in Anführungsstrichen gut, kommen Skelette vor. Also, gehören zum Standardrepertoire wie Zwerge und Drachen. Und diese, ja, man weiß nicht, sind es alte Sachsen, die hier verflucht wurden am Ort der Begräbnisstätte des keltischen Helden, des bretonischen Helden Artus Pendragon, oder wie der Kerl auch immer gehießen haben mag? Oder sind das Krieger von Camelot, die immer noch diese Stätten verteidigen? Tatsache ist, dass die Skelette eine Menge Schaden aushalten und, ja, sich aber auf dieselbe Art und Weise besiegen lassen wie andere Gegner. Nur das Schwert da, das dort ist sehr, sehr hilfreich gegen Untote. Und wenn man das nicht aufnimmt, wenn man da jetzt nicht runtergegangen wäre, so wie ich, dann wird es im späteren Verlauf sehr viel schwerer und langweiliger, würde ich mal sagen, weil die Kämpfe dann natürlich entsprechend länger dauern und man kämpft nachher in einem weiteren Level noch gegen sehr viele Skelette. Und dann schwer ist einfach unverzichtbar. Jetzt sieht man, wie ich gegen drei Skelette, dass ich die quasi mit drei Schlägen, fast schon nur mit zwei Schlägen, besiegen kann. Also das Schwert ist unglaublich wichtig. Sollte man definitiv mitnehmen. Hier gibt es dann nochmal ein paar Power-Ups. Und hier musste ich dann auch wieder lang gehen, um 100% in diesem Level zu bekommen. Und jetzt geht die Reise zurück. Und ich roll mich da durch die Gegend. Über die Ruinen der alten Burg von Camelot. Das muss wohl Camelot, ja. Die sind ja die Ruinen von Camelot. Was rede ich hier eigentlich? Ja, und das ist der andere Untote, den man hier trifft. Es ist ein Geist. Und der lässt sich sogar mit nur einem Schlag besiegen. Wenn man dann zum Schlagen kommt. Heult da ein bisschen rum und ja. Aber ansonsten kein Problem. Wenn man das Schwert hat, sind diese Gegner nicht mehr der Rede wert. So. Und hier kann man tatsächlich runterfallen, um noch zwei so goldene Kelche aufzusammeln. Ansonsten beginnt hier ein Kampf. Ja, jetzt falle ich hier runter. Was aber nicht schlimm ist. Ursprünglich war es mein Ziel, da oben lang zu gehen und dann nachher wieder hier unten lang zu laufen, um alle Gegner zu besiegen. Aber das ist noch nicht mal nötig, um 100% im Level zu bekommen. Also, obwohl ich es hier gleich mache. Also ich laufe gleich noch ein Stück zurück. Aber nicht weit. Und ja. Dann kommen wir auch schon zum Endboss. Da oben geistert ein Geist einsam hin und her und macht einen Dance. Jetzt falle ich natürlich nochmal runter. Also springen ist immer so eine Sache in diesem Spiel. Das Level habe ich dann auch nicht nochmal angefangen. Ich habe es ja geschafft, also von daher. Und dieser Endboss, meine Taktik ist nicht ganz klar gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also im Grunde genommen habe ich einfach nur draufgeschlagen. Und das hat in der Regel funktioniert, wie man ja sieht. Und was bei ihm aber nervig ist, sind diese Hände, die da aus dem Boden kommen. Ich habe nie ganz verstanden, wann man springen muss, um denen auszuweichen. Also man sieht, dass links wackeln sie hin und her. Also ich habe die Vermutung, dass einmal links von dem Bildschirm, auf der linken Seite des Kampffeldes, quasi die Hände auftauchen und dann jetzt auf der rechten Seite. Jetzt springe ich aus dem Weg, werde natürlich aber dann von einem fliegenden, ausgespuckten Skelettkopf getroffen, der dieser Drache natürlich noch wieder ausspuckt. Ja, ein untoter Drache. Muss natürlich auch noch kommen. Vielleicht ein, Glattisand oder wie die Viecher heißen? Glattisand. Und der Kampf ist sehr knapp und ich schaffe es irgendwie, ich weiß nicht, wie ich den Moment abgepasst habe,
den Händen auszuweichen, weil die hätten mich sonst umgebracht. Aber ich schaffe es dann doch noch, den Drachen mit dem letzten bisschen Energie umzubringen. Ja, das waren die Ruinen von Camelot. Nicht so wild. Man kann ein bisschen besser durch das Level laufen, wie ich jetzt. Aber ich finde, es hat auch geklappt. Und ich wollte nicht immer nur Dark Forest immer und immer wieder machen. Also nach dem Motto, immer wieder und wieder dasselbe Level. Deshalb habe ich einfach gesagt, gut ist. Bis gleich.